Ist alles gut bei dir? Hallo? Ja, ist alles gut? Machen Sie heute eine Bewerbungsphase? Ich würde das sehr, sehr empfehlen. Lass den Typen doch mal in Ruhe, Alter. Was ist denn mit euch? Ja, steig ein. Steig ein hier, Fremder. Ja, hallo. Also, wie heißt du denn? Ja, guten Tag. Mein Name ist Johannes Blaubaschbube. Mhm. Ich würde mich gerne bei der Familie bewerben. Ja, als was? Als jemand, der gleich runterfliegt. Oh, hab ich das... Richtig gut sogar gemacht. Guck mal. Richtig Premium sogar. Das Auto ist noch fast heile. Habt ihr Medic-Kisten? Soll ich ihn direkt ins Krankenhaus befördern? Das ist doch Medic, oder? Ja. Hallo. Cisco? Hände hoch. Ich hab das Licht gesehen. Hände hoch. Hände hoch. Ihr dürft bei uns. Hände hoch jetzt. Hände hoch. Nein. Ihr werdet festgenommen. Ihr seid jetzt Geiseln. Ihr seid Geiseln. Hände hoch. Drei. Eine Sekunde. Zwei. Warte kurz. Warte, Sie lassen, mein Kollegen. Zweieinhalb. Zwei, drei Viertel. Cisco. Bitte erlöst diese Figur. Hände hoch. Erlöst ihn. Bitte erlöst ihn. Erlöset ihn. Tut es. Ja, na los. Traut euch. Sollen wir die erschießen? Ja, was denn sonst? Na, ihn nicht. Der hat die Hände hochgemacht. In meinen Wagen. Guten Tag. Wie heißen Sie? Guten Tag. Nico Fisch. Nico Fisch. Sind Sie bereits in einer Familie? Ja. Das ist schlecht. Warum? Naja, wir brauchen aktive Leute, die auch schon was gerissen haben hier auf dieser Insel. Und da Sie Medic sind, werden Sie umso wertvoller für uns. Verstehen Sie? Das ja, aber Sie wissen schon, dass ich nicht einfach so theoretisch euch hochholen darf, oder? Wie? Doch? Nee, nicht. Wenn ich außer Dienst bin, dann darf ich euch nicht damit hochholen. Dann muss ich es privat machen. Ja, dann privat. Krieg ich deine Nummer? Du kriegst meine Nummer, wenn du die Familie verlässt und zu mir reingehst. Und doch bleibst. Mach ich. Du musst bleiben. Okay, mach ich. Schwör? Ich schwöre. Sag Walla. Nein, das sage ich ungern. Sag aber es. Ich schwöre. Okay, Walla. Sag Walla, ich schwöre. Walla, ich schwöre. Perfekt, okay. Jetzt musst du nur deine Familie noch verlassen. Perfekt, Nico Fisch, ein neuer Anwärter. Jetzt haben wir endlich Medics im Team. Super. Nummer 2, wir brauchen definitiv gute Schützen. Und wo guckt man da besser als beim Militär? So, der Herr. Hallo. Oh, sorry. Wo kommt ihr denn her, hä? Hier war doch eben alles leer. Ja, der Herr, der hat mich hier reingefahren. Könnten Sie mich wieder rausfahren? Der hat hier, der ist eingeschlafen. Könnten Sie mich rausfahren? Oder soll ich warten auf den? Ich kann das nicht fahren, deswegen. Ist eigentlich, wer ist denn Ihr Kollege? Wie heißt der? Weiß ich ja nicht. Der ist Fremder. Der hat mich hier reingefahren. Und jetzt ist er schlafen gegangen. Fremder. Ja, könnten Sie mich rausfahren oder? Nicht fahren Sie raus. Fahren Sie mir. Ja, bitte, fahren Sie mich raus. Alter, wo kamen die denn her? 20 Stück auf einmal. Was ist denn hier passiert? Wunderbar. Was machen Sie denn hier in der Nähe? Ja, weiß ich nicht. Er hat gesagt, steig ein. Dann bin ich eingestiegen und er ist hier reingebrettert. Doch, das ist schlecht, ne? Wo kamen sie denn auf einmal alle her? Wo kamen denn die 500 Mann her? Wir hatten tatsächlich gerade eine Besprechung gehabt. Deswegen kamen wir da. Ah ja, okay. So, wo kann ich sie denn... Am besten wäre zu einem Parkplatz, weil hier komme ich sonst nicht mehr weg. Das wäre ein bisschen doof. Da gibt es denn eine Möglichkeit, bei Ihnen anzufangen, so als Praktikant? Ja, da gibt es eine Möglichkeit tatsächlich. Auch heute noch? Also jetzt? Heute noch? Ja. Wir nochmal umdrehen. Also wenn das geht, würde ich direkt anfangen für 2 Stunden. Hauptsache, ich bin in Sicherheit und also ich werde halt verfolgt vom Kartell. Die haben alle weiße Autos und die sehen auch alle so aus, als sind die gerade erst eingereist. Genau, das war auch einer von denen. Ich glaube, ich verstehe schon, aber ja gut. Ich werde mal da nach. Oh, das gibt eine super Folge. Bewacht mal das Nordtor, verschickt mal ein paar Leute dahin, wir werden nämlich ein bisschen verfolgt. Cisco! Das Ding ist halt, es ist fucking lustig bei den ganzen Stream-Snipern. Das ist geisteskrank lustig, aber die werden sofort weggebannt. Auf der einen Seite ist es geil, dass sie sofort weggebannt werden, auf der anderen Seite denke ich mir, ah, schade, es gibt guten Content, ne? Vielleicht können die Admins ein Ticken zurückschrauben beim Bann. Ja, ich fahre jetzt aufs Ein bisschen zurückschrauben mit dem Rauskicken. Lass die Leute mal ein bisschen machen. Lass die mal halt machen, ne? So, da fahren wir mal hier, fahren wir mal hier hin. Mhm. So. Herr Kleidi, hallo. Lebensmittelvergiftung. Oh ja, so, ich hab, Sushi. Sushi bei der Wärme ist nicht gut. Sushi? Sollten Sie lassen, ne? Oh nein, ja, schleppen Sie den weg, schnell. Papa! Schnell! Nein, Papa! Weg, schleppen Sie den weg, in den Knast, Knast mit dem. 10 Jahre hab ich dich gesucht, schnell. 10 Jahre. Ich kenn den nicht. Papa. Er ist nicht mein Sohn, ich kenne den nicht. Papa, bitte, Papa! Da machen Sie ein Praktikum heute bei uns. Genau. Muss ich mich umziehen? Genau, ziehen Sie sich mal um. Ich wollte mir das mal generell angucken, wie das hier so läuft. Also generell auch die Arbeitsmoral und die Funktionen. Genau, das ist kein Problem. Aber gut, dass das so spontan klappt. Das sehe ich sonst selten. Das ist kein Problem. Ja, das ist wirklich ein sehr großer Krampf ansonsten, hier irgendwo ein Praktikum zu machen. Echt? Ja. Ach, wir machen das. Vor allem, Sie wurden da ja ein bisschen verfolgt, habe ich gemerkt. Ja, sowieso. Das Kartell der weißen Autos ist hinter mir her. Ja, das Schachbrettkartell. Und was machen wir heute? Heli fliegen. Können Sie denn fliegen? Ich kann fliegen. So, ich sehe gut aus. Darf ich die mal testen?
Hier ist schwierig, okay. Tatsächlich, ne? Also. Schade. Was tun wir nun? Wo sorgen wir für Recht und Ordnung? Erstmal am Nordtor. Nordtor, erstmal schauen, was da los ist. Ist da Action oder wie? Oh, da sollen Zivilisten sein, tatsächlich. Ich denke mal, weiß ich nicht, ob sie auch Verfolger sind. Ah, da sind die alle. Oh, das ja. Hallo. Ja, hallo, gibt's hier ein Problem? Können wir helfen? Nö, noch nicht. Noch nicht? Oh, da freue ich mich drauf. Versuchen Sie, die mal wegzuscheuchen. Genau, die wegscheuchen, das wäre die erste Aufgabe für Sie. Soll ich das auf anstellen, meine Art machen oder also? Ja, machen Sie das auf Ihre Art. Machen Sie das ruhig. Würden Sie vielleicht kurz aussteigen, der Herr? Natürlich doch, für Sie immer. Sind alle weg? So muss das hier. Wir haben ja einen anderen Umgangston, ne? Sind alle weg? Richtig. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal in die Stadt, oder? Fahrt ihr oft in die Stadt? Tatsächlich schon, ja. Oh, dann machen wir das. Haben Sie denn immer so einen sehr rauen Umgangston mit Mitmenschen? Muss man haben, ja, doch. Sieht tatsächlich so aus, als würden Sie ins Ghetto fahren. Das ist eine gute Idee. Also, wir haben ja ein grünes Auto. Wir fallen ja eigentlich nicht auf. Das sollte jetzt eigentlich keine Idee sein. Ich habe da irgendwie so ein ganz mieses Gefühl. Kurz, um das Ganze vielleicht durchzuplanen. Wir haben einen Anruf bekommen. Hier werden Drogen gehandelt, okay? Wir müssen tatsächlich umdrehen, ne? Warum? Weil die Vorgesetzte das uns so mitgeteilt hat. Könnten Sie das bitte lassen? Das endet nicht gut, das endet wirklich nicht. Wir müssen tatsächlich zurückfahren. Könnten Sie da bitte einmal umdrehen? Ja, warum fahren Sie in die Hut? Steigen Sie ein, schnell! Das ist lebensgefährlich! Steigen Sie ein! Kleidi, steigen Sie ein, das ist lebensgefährlich, was Sie tun. Sie müssen im Auto bleiben. Das ist lebensgefährlich, dass Sie reinfahren. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe auch nichts damit zu tun. Da ist ein Tor. Was ist denn hier los? Hier ist ja nichts. Die sind alle am Schlafen. Alles gut. Nichts passiert. Sehen Sie. Wir müssen tatsächlich zum Fort zurück. Also. Zum Fort? Warum das? Was brennt denn da? Die Generäle. Tatsächlich, er dreht jetzt, glaube ich, auch um. Ich drehe um. Wir fahren zurück. Kein Problem. Oh, wir müssen gerade noch einen Stopp machen. Moment. Ich muss gerade noch was abholen. Ich habe da eine Munitionslieferung. Die würde ich gerne mitholen. Wenn wir gerade schon unterwegs sind. Keine Sorge, ist nicht bei den Grünen, ist nicht im Ghetto, alles gut. Bitte auch nicht bei den Gelben. Nein. Ist hier irgendwo an der Tanke. Das sind tatsächlich die Lila. Nicht die Ballers. So. Ja. Hä? Was wird das denn hier? Sie sind alle verhaftet. Ja, was ist mit euch? Also die Schnauze, Digga, verpiss dich mal, hä? Sie sind alle verhaftet. So, ihr habt jetzt 3 Sekunden, ne? Sorry. War das gerade eine Verhandlung der Macht? So, wir müssen aber jetzt wirklich mal langsam zurück zum Fort. Ja, sofort. Sofort zum Fort. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir die Praktikanten so viel machen lassen sollten. Das ist unser Praktikant, wir können nichts für den. Das ist unser Praktikant. Oh, oh, mir geht's gut. Mir geht's gut, gerade so. Ich hoffe das. Meiner Weste geht's gar nicht gut. Zum Fort, sofort zum Fort. Ich glaube, danach werden wir alle gefeuert. Wieso, es ist doch nichts passiert. Wir waren doch nur in der Stadt unterwegs, oder? Ja, ja, sind wir uns doch alle einig. Es ist nichts passiert. Wir sind nur in der Stadt rumgefahren. Also wir müssen uns schon einig sein, ne? Sonst funktioniert das nicht. Nee, das lag tatsächlich an ihren Fahrkünsten. Wir wurden alle rausgeschleudert. Es lag an den Fahrkünsten, okay. Okay, genau. Sind wir uns alle einig, ja? Ja, auch am Auto. Ja. Wunderbar. Ich weiß schon, wie das hier endet. Das ist wie damals in der Schule. Alle sagen, ja, wir stehen halt geschlossen als Klasse vor dem Lehrer und irgendwer snitcht dann wieder. Da Sie ja mein Praktikant sind, würde ich Sie einmal gerne durchsuchen. Sie müssen einmal im Rücken zu mir. Natürlich doch. Das meinte ich zwar nicht, aber okay. Oh, da liegt ja ein Maschinengewehr auf dem Boden. Oh, da bin ich fast drüber gefallen. Ach. Ich durchsuche Sie einmal. Vorsicht, ich habe kalte Hände. Also, Okay. Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie das alles benutzen dürfen? Wer? Was darf ich nicht benutzen? Ja, was hat er denn? Einige Waffen, die Sie normalerweise nicht benutzen dürfen. Oh, die hat mir der Kerl am Waffenschrank einfach in die Hand gedrückt. Der hat gesagt, hier, nehmen Sie. Also da müssen Sie den schon anscheißen, nicht mich. Ich bin nur Rekrut. Na, hab ich gut gemacht. Was hat er denn für Waffen dabei? Schauen Sie doch mal rein, Herr Kleidi. Aber ich schau mal in Ihren Rucksack rein. Einen Schrotflinte hatte ich gesehen. Ich hab gar nichts dabei. Nee, die Schrotflinte hat er gerade eben gebraucht, um sich zu verteidigen. Am Fort. Aha, okay. Er hat das Fort beschützt. Ja gut, wenn er das Fort beschützt, dann ist wieder was anderes. Herr Krafti, wollen wir vielleicht zusammen einfach mal eine Ausfahrt machen? Dann kann ich Ihnen meine Fähigkeiten direkt beweisen. Ja, gerne. Vorwache, Ausfahrt. Ah, das war ein Attentat. Das war ein Attentat auf Sie. Das ist Stopp, einmal aussteigen. Aussteigen. Hände hoch. Ja, erst einmal bitte Ihren Hände hoch. Dienstausweis. Wie Dienstausweis? Hände hoch, das war ein Attentat. Nehmen Sie meinen Dienstausweis, ja? Bitte. Ja. Ich will erstmal den Dienstausweis von dem Kollegen, der gerade eine Waffe auf mich zieht. So, ich lege jetzt erstmal Handschellen an, ja? Ich kümmere mich drum. Bleiben Sie hier, ich kümmere mich drum. Ich beschütze Ihr Leben. Genau, ich kümmere mich darum. Der Herr, hier am Wasser können wir uns vielleicht ungestört unterhalten. Hallo erstmal. Ja, hallo. Das hat mir eben schon sehr wie ein Attentat gewirkt. Ich bin der Herr Winkler. Beziehungsweise aktuell Rekrut und Personenschutz. Sie sind ein Rekrut. Richtig.
Und dann rennen Sie jetzt mit mir noch hier hinten. Richtig. Ich wollte fragen, was das Rammen, sollte. Das Rammen meines Vorgesetzten. Das war ja eine lebensgefährliche Situation. Sie hätten uns alle umbringen können. Warum rede ich dann jetzt mit Ihnen und nicht mit Ihrem Vorgesetzten? Der hat viel zu tun. Der muss gerade noch Telefonate erledigen. Gut, ich bin auch ein sehr wichtiger Mensch und würde jetzt gerne dementsprechend weitergehen. Aber Sie müssen schon ordentlich fahren können. Nicht auf der falschen Fahrbahn. Ich bin links abgebogen und Winkler, Sie sind doch damit scheinbar in einem ziemlich hohen Tempo vorbeigefahren, Winkler, oder? Kennt Sie mich? Herr Winkler, kannst du bitte in Ihre Familie kommen? Bitte. Oh, Herr Winkler, bitte. Jetzt ja, dann haben wir das also geklärt. Sie fahren nicht mehr einfach so auf der falschen Straßenseite, ja? Alles klar. Super. Das war irgend so ein... Oh. Ja. War nix, war ein Igel. Also ich weiß nicht, ob was Sie gesehen haben, ich habe ein Igel gesehen. Ein Igel. Oh, wenn man Unfälle baut, waren es Katzen. Oh, wir müssen fahren können Sie schon mal nicht. Tanken. Professioneller Stuntman, wenn ich bitten darf. Hat er tatsächlich auch schon bewiesen, das stimmt. Ich habe ja nicht umsonst meine Stuntman-Ausbildung gemacht. Ich mache professionelles RP, ja? Also wollen gut. Sie mir sagen, dass das jetzt geplant war? Das ist alles geplant, was hier passiert. Achso. Ich überlasse nichts dem Zufall. Mhm. Sie klingen genervt von mir. Sind Sie genervt von mir? Also ich sag's nur so, Sie haben in den ersten 10 Minuten, in denen ich Sie kennengelernt habe, jegliche Bibelbrüche begangen. Bibelbrüche? Ich bin nicht gläubig. Ich schon, das ist das Problem. Oh. Die fahren aber auch immer vors Auto, diese Igel. Ja, Internet ist tatsächlich abgekackt. Ich hab's vorher gesagt, es ist passiert. Ich hasse die Telekom. Kannst du nichts machen. Musst du mit leben. Komm ich ein Rank up, bitte? Wo ist unser Auto hin? Wie bitte? Wie, ein was? Rank up. Was soll das sein? Also einen Rang höher. Ich würde Ihnen raten, sich schnell zu entfernen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall heute noch was reißen, weil bisher war er wirklich nicht so ergiebig. Soll ich einfach reinfahren oder soll ich außerhalb? Ah, ich kann nicht funktionieren. Oh nein, oh. Sehr schön, Sie haben einen Kollegen umgebracht. Sie haben einen Kollegen umgebracht. Ile Eier. Sie haben einen Kollegen umgebracht. Ile Eier, sind Sie verrückt? Sie haben einen Kollegen umgebracht. Verrückt. Herr Storch, Sie wissen doch, was ich hier ankündigen muss. Ja, habe ich versucht, aber ich war im Kofferraum, ich konnte nicht funken. Herr Storch. Hallo? Verdammte Praktikant, warum haben Sie sich nicht angekündigt? Ich habe noch gar kein Funkgerät bekommen. Was für ein Funk? Ich gebe Ihnen gleich Funkgerät. Ja, also, das ist ja nicht meine Schuld, wenn sie mir kein Funkgerät geben, dann kann ich ja nicht funken. Das ist tatsächlich gerade alles im Eifer des Gefechts passiert, ne? Unser Fahrzeug war auf einmal weg und wir wurden verfolgt. Gibt mal bitte irgendjemand Ihnen ein Funkgerät? Ja, ich bin immer zwei dabei, ne? Sie geben mir einen Kicker. Können Sie mit dem fünften Finger anschalten? Ah ja, danke schön fürs Geben des Funkgerätes. Soll ich mal testfunken, ob das Ganze funktioniert? Ja, gerne. Können Sie machen. Das ist mir sehr peinlich vor Leuten, genau wie telefonieren. Ich würde vielleicht gerne in den Busch da drüben gehen. Hallo? Hallo. Hallo, Herr Winkler im Dienst. Punkt Disziplin. Also, soweit ich weiß, heißen Sie nicht Herr Winkler. Scheiße, stimmt ja, ich heiße so gar nicht. Scheiße, ich heiße so ja gar nicht mehr. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit meinem ersten Punkt. Ich habe mal eine ganz kurze kleine Frage. Ja? Seit wann heißen Sie Herr Winkler? Das ist mein Zweitname. Ihr Zweitname? Korrekt. Herr Eier, hören Sie auf zu funken. Wir haben eine gewisse Funkdisziplin bei uns. Mir wurde nicht gesagt, wie ich das Funkgerät wieder ausschalten kann. Der fünfte Finger, dann geht das wieder aus. Dürfte ich mir vielleicht mal einen Jet angucken, so von innen? Das müssen Sie den General fragen. Wo ist der General? Den müssten Sie mal anfunken. Kein Problem. Einen Moment. Schläft. Hallo, Herr General. Funkdisziplin? Wie soll ich denn sonst funken? Herr Leier an General. Ich zeig General, bitte kommen. Over. Also wer immer Sie auch sind, aber der General ist am Schlafen. Ah, scheiße. Vielen Dank, over. Ah, der General ist am Schlafen. Herr Ile Eier, ich zeig Ihnen einmal, wie man vernünftig funkt, ja? Ja. Ile Eier für Kraftikon. Ja, Ile Eier hört. Ihre aktuelle Position kommen. Im Busch. Verstanden, somit Ende. Ende. Hallo. Das sind jetzt gesagt. Unser neuer Praktikant für heute. Ich bin der Praktikant, hallo. Guten Tag. Sie haben mich bestimmt schon im Funk kennengelernt. Herr Krafti, würden Sie vielleicht die Waffe aus meinem Gesicht richten? Negativ. Ich überlege gerade, nämlich abzudrücken. Warum das denn? Ja. Dann könnt ihr dem Praktikanten doch gleich mal zeigen, wie er mich durchsuchen kann, oder? Dann landen Sie für Mord im Knast nach einem Disziplinarverfahren. Herr Eleier. Ja, bitte. Wollen Sie jetzt mal lernen, wie Sie mich am Tor kontrollieren, wenn jemand hier reinfährt? Das ist kein Problem. Ich kann Sie gern kontrollieren. Kommen Sie mit. Gut, zuerst verlangen... Ach so, ja. Zuerst verlangen Sie den Dienstausweis? Ja, dann einmal den Dienstausweis, bitte. Dann drehe ich mich um. Der Captain. So, soll ich ihn jetzt in die Hose fassen? Die Taschen reichen bitte auch. Ich will ihn aber in den Popo fassen. Was ist denn, wenn Longo, Sie da... Also, Herr Longo. Wenn Sie mir den Popo fassen, müsste Herr Kleidi kommen, der darf Captain, das. Captain, was wäre denn, wenn Sie eine kleine Waffe... Kennen Sie die Kolibri? Das ist eine ganz, ganz... Oh, mir geht's nicht gut. Brauchen Sie eine Spritze? Ja, bitte.
Vielen Dank. Wunderbar. Wir warten einfach. Der kommt wieder. Ah, da ist er doch wieder. Longo. Hallo. Ja. So, also. Wir waren beim Durchsuchen. Genau. Dann durchsuchen Sie mich. Ja, dann stecke ich ihn jetzt langsam an den Finger in den Popo. Achtung. Ja, bitte? Gemo-Skill. Ja, ich bin noch dran. Ja, alles gut. Ich bin noch dran. Also ich fühle mich gerade tatsächlich etwas sexuell belästigt von Ihnen. So, Organisation. Suche. Aha. Das nehme ich jetzt alles mit. So, dann. Fordern Sie mich auf, den Kofferraum zu öffnen? Öffnen Sie den Kofferraum. Keine illegalen Gegenstände gefunden. Aber eine Stelle habe ich tatsächlich noch nicht gründlich durchsucht. Bitte einmal umdrehen. Perfekt. 20 Minuten am Nordtor, nur kurz zum Tanken. Perfekt. Also Achtung. Ich will lediglich kurz tanken. Ich stecke Ihnen jetzt nochmal langsam den Finger in den Popo, ja? Das darf sonst nur der Herr Kleidi. Ganz, ganz langsam. Okay, alles gut. Kofferraum clean, Taschen clean. Sie können jetzt tanken gehen und zur Kontrolle beim Rausfahren nochmal wiederkommen, ne? Ja, perfekt, ne? 20 Minuten Kontrolle hin, 20 Minuten zurück und nur kurz zum Tanken. Perfekt. Ich würde gerne mal mit dem Captain mitfahren, wenn das okay ist. Herr Longo, das schaffen Sie. Damit okay. Ich das tanken lerne. Ich muss den Tankschlauch halten. Verstehen Sie? Also ist das ein Ja oder also? Wir sind einfach eingestiegen, also. Ja, ich wollte den Tankschlauch halten. Ach so, ja. Aber bitte Premium, ja? Ja, natürlich. Ich hoffe, Sie haben genug Geld. Ne? Ich bin reich, kein Problem. Perfekt. Ach, ihr habt eure eigene Tankstelle. Das wusste ich natürlich. Nicht. Natürlich. Was haben Sie denn gedacht? Ach, ich kann nicht. Ich bin auf dem Beifahrersitz. Das geht nicht. Geht nicht, ist aber voll. Dankeschön. Oh. Sie wollen bei uns anfangen, oder wie? Naja, eigentlich wollte ich mir das angucken, aber der Herr, der mich einarbeiten wollte, hat mir eben schon die Waffe an den Kopf gehalten. Ich weiß auch nicht, wieso. Also im Normalfall beendet man doch das Funken mit einem Krrr. Nein, mit Kommen. Mit Kommen und wenn sie komplett fertig sind, mit Ende. Wie? Jedes Mal, wenn ich funke, soll ich... Ja, also, angenommen, ich funke sie jetzt an, sage ich Elijah für Longo kommen, dann sagst du, hört sie kommen, dann wenn wir irgendein Gespräch gerade führen, okay. Sage ich dann zum Schluss Longo Ende und dann ist das Funk. Und wenn ein Hochrangiger sagt, ohne Quittung Ende, dann haben sie ohne Widerwort einfach nicht mehr zu funken. Das ist eine Aufforderung. Wie hieß nochmal der Herr, der mich einarbeiten wollte? Wer war denn das nochmal am Nordtor? Das ist der Kleidi. Kleini, ne? Kleidi. Genau, das ist unser Perso-Brigadier. Ja. Da sind wir alleine. Das war's. Wollen Sie mich jetzt nochmal durchsuchen? Nö. Gut. Oh, was ist denn hier passiert? Hier, das ist unsere Trainingshalle tatsächlich. Die würde ich mir gerne angucken. Dabei? Nein. Ich habe einen Revolver. Nein, warten Sie mal kurz. Ich habe einen Revolver. Kommen Sie mal raus. Moment. Das sieht gut aus. Sie stellen sich einfach mal da drüben hin und machen mal Training gegen mich, ja? Ja, ich brauche noch eine Weste. Damit es fair ist. Ja, dann ziehen Sie Ihre Weste aus. Geht's los. Wie, es geht los? Gambo? Ah, fuck. Ah, hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen, Herr Crafty. Oder was sagen Sie? Wunderbar. Es ist aber auch so neblig hier, ne? Oh, Digga, das ist... Ah, gewonnen. Wir brauchen einen Mediziner. Mediziner, Medic. Da muss Herr Crafty wohl nochmal üben. Ja, Herr Crafty, was würden Sie sagen? 1 plus mit Sternchen oder... Wissen Sie, was das Problem ist? Ja. Finden Sie das gut, dass Sie Ihren Captain zweimal erschießen? Das war doch spielerisch gemeint. Was sagen Sie so zum Crafty, seinen Gambo-Künsten? Könnte verbessert werden, tatsächlich. Schlecht, also schlecht. Ja. Okay, der Bunker. Alles klar. Oh, sieht hübsch aus. Wir haben hier mehrere Etagen. Sieht gut aus. Ich bin überrascht gerade. Entsprechend auch mehrere Stationen natürlich. Gibt's hier drin eine E-Roller? Negativ. Könnten wir einen E-Roller besorgen? Eine Sekunde, ich muss mal gerade eine SMS schreiben, ja? Ah, das ist zwar kein E-Roller, aber das Moped ist auch gut. Steigen Sie auf. Wunderbar. Das ist sogar noch besser, dann können wir zusammenfahren. Sehen Sie, ich hatte doch noch einen in meiner Hosentasche. Also, soweit ich weiß, geht's hier vorne aber auch nicht mehr weiter. Okay, also hier ist Rezeption, ja? Ja. Okay. Dann hier unten in dem ganzen Bereich mit den Computern, das ist für die Hausmeister und Sekretäre und sowas, ne? Ganz viele Computer für ganz viele Arbeitsplätze. Ja, dann fahren wir mal hier runter. Oh. Ja. Ja. Oder einfach durch die Scheibe, ja. Wunderbar. Schön. Hatten Sie das schon mal, dass hier jemand mit dem Roller durch den Bunker fährt? Nein. Dachte ich mir. Geradeaus, hier geht's dann geradeaus zu einem Besprechungsraum. Und hier links sind nochmal so Büros. Ja. Ah. Ja, hier ist so ein Besprechungssaal. Wird eigentlich recht selten benutzt. Das sieht hier eher alles aus wie bei Man in Black. Ja, teilweise. Hier geht's dann rechts runter. Ah ja. Zur ersten unteren Etage. Wie viele Etagen gibt es? Noch eine weitere. Ah ja, und hier sind wieder nur Räume, hier, ja? Hier sind dann die politischen Umerziehungen. Ah ja. Und da geradeaus ist da nochmal ein weiterer Besprechungsraum mit ein paar mehr Möglichkeiten. Warum ist der rund?
Ja, weil wir es können. Das hier ist dann die unterste Etage. Hier machen wir unsere Dienstbesprechungen manchmal. Manchmal? Wie oft im Monat? In der Woche einmal oder halt zweimal für eine Nachbesprechung. Warum ist hier so viel Platz? Viele Personen. Ah ja. Hier werden auch die Server gelagert. Gelagert, nicht benutzt? Nee. Ist nur Deko. Schnell hier weg, bevor die merken, dass ich die Waffen noch dabei habe. Schnell hier raus. Ja, war schön mit euch, ne? Tschüss. Wunderbar. Oh, scheiße. Nein. Wir nehmen das andere Tor. Oh, oh. Das andere Tor ist unbewacht. Wie? Das war aber früher nicht so. Die haben hier einfach einen Zaun hingebaut. Was geht denn jetzt für ein Film? Was ist denn jetzt los? Ich wollte doch nur hier raus. Ich habe eine Lösung. Ich weiß, was ich tue. Alles klar. Wo ist die Rampe? Hä? Die Rampen sind weg. Ich fahre da jetzt einfach durch. Och nö, Leute. Hallo. Nein. Was soll denn das? Hallo. Leute. Was ist denn das? Wir sind doch Kollegen. Hallo, wir waren doch Kollegen. Ich wollte doch nur das Fort verlassen. Ja, ich dachte, wir wären Kollegen. Darfst du ja mal so suchen? Nee. Admin, tippe mich weg, bitte. Admin, tippe mich weg. Herr Lopez. Oh. Ich bedanke mich vielmals für diese Rettung. Immer in den schlimmsten Momenten kommt jemand von der IAA vorbei und rettet mir den Hintern. Genau so soll das sein. Dafür sind wir bekannt. Vielen Dank.